wie ich sie mag. Das erinnert mich so ein bisschen an, so vom Spielprinzip, an. Oh Gott. Toll, wie hieß denn das jetzt? Das war auch irgendwie so mit Göttern und so und. Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Ja, egal. Also, das interessiert mich zum Beispiel nicht so. Ist sowieso gerade ziemlich schwer. Also, da wollte ich eigentlich nochmal ein Infovideo machen, was jetzt immer noch nicht da ist. Weil sich da auch eine Sache, ja, erledigt hat, die ich auch ansprechen wollte. Und was ich noch in dem Infovideo fragen wollte, euch, ist, ich wollte euch nach einem Spielgenre fragen. Was für eine Spielgenres ihr gerne mal sehen würdet hier auf dem Kanal. Ob ihr mehr was Rollenspiele oder Horror oder Sandbox oder Indie-Games oder sowas. Das wollte ich euch mal gerne fragen, was ihr da sehen wollt. Oder halt Ego-Shooter. Ja, könnt ihr jetzt immer gerne schreiben. Au, au, au. Ja. Also nur ein Genre, ja. Zum Beispiel hier Minecraft ist halt so ein Sandbox-Game oder Assassin's Creed ist ein Action-Rollenspiel, Far Cry und Battlefield, Ego-Shooter und sowas halt, also solche Genres. Weil nach dem Spiel direkt wollte ich jetzt nicht fragen, sondern mal nach einem Genre. Weil zurzeit weiß ich nicht. Das nächste Spiel, warte mal. Ach genau, Crysis 3. Das wollte ich auch nochmal in dem Infovideo ansprechen. Ah, ich weiß nicht, ob ich das mache. Eigentlich, naja. Wollte ich auch fragen, was ihr von einem Crysis 3 LP halten würdet. Weil es gibt so bestimmte Spiele immer. Das war zum Beispiel bei Far Cry so. Oder bei Assassin's Creed. Da lege ich dann schon vor Release fest, dieses Spiel hole ich mir auf jeden Fall. Und da werde ich auch LPen. Ja. Und dann gibt es so Spiele wie zum Beispiel Crysis. Die findet man ziemlich cool. Aber Crysis ist jetzt nicht so ein Spiel, was ich unbedingt gleich zum Release brauche. Oder was ich auch unbedingt Let's Playen müsste. Aber wenn das gewollt würde und ihr das gerne mal sehen wollt, würde ich das gerne mal machen. Oh, oh, ich achte mal gar nicht darauf. Ja, genau. Also Crysis 3 kommt ja am 28. Februar, ne? Genau. Und dann im März soll ja dann auch schon hier Metro Last Light Night. Oh, ich merke mir das immer nicht. Genau. Und GTA 5 wurde verschoben. Mich kratzt das ja nicht so viel, aber. Ich weiß, das war doch auch angekündigt. Was war das? War das nicht auch für Frühjahr angekündigt? Frühjahr 2013? Ich glaube ja, ne? Also ich glaube fürs erste, spätestens zweite Quartal war das angekündigt. Und jetzt kommt es im September. Oh, das ist schon echt krass. Ich weiß gar nicht, wo waren die Release vorher? Kein Plan. Dann bis September verschoben. Oh, das ist ziemlich krass. Ja, aber GTA 5 ist, wie gesagt, also GTA an sich ist nicht so. Haben wir gestern auch in der DLC-Aufnahme kurz drüber gesprochen. Da meinten hier Mike und Toy, boah, ja, hier GTA muss man unbedingt gespielt haben. Und ja, hatte ich nie. Also doch mal ganz kurz, ein Kumpel früher, GTA San Andreas auf der PlayStation 2, habe ich mal kurz gespielt. Aber auch nur, weil ich das so cool fand, so Waffen cheaten und alles platt machen. Aber an sich, mir fehlt so ein bisschen so der Anreiz. Also, gibt dem Spieler mal eine Chance, könnte man jetzt sagen. Ja. Ich weiß nicht. Ich werde wahrscheinlich dann auch mir ein GTA 5 Let's Play mal anschauen. Mal sehen, vielleicht haut es mich ja dann um. Bei Far Cry 3 hätte ich auch nicht gedacht, dass das so hammergeil ist. Joa. Und dann war es das dann letztendlich doch. Gut, okay, dann lass uns jetzt mal kurz schauen, wie viel Clay wir jetzt bereits haben. Weil hier ist auf jeden Fall noch mehr Clay, ne? Ich glaube, da hinten war auch noch was. Wir haben. Oh, lol. Ich glaube, das reicht erstmal. Ja, wenn man gerade mal so spricht und dann farmt, ne, dann geht das mal relativ schnell. Alter, wie viel Clay wir jetzt haben. Das sollte wirklich erstmal reichen. Zumindest für ein Gebäude. Ein etwas größeres. Gut, dann machen wir mal kurz nach oben und. Und schon mal die Öfen nochmal anheizen. Die Frage, was mache ich denn eigentlich, wenn mein Lager voll ist? Das Schwein hat tatsächlich einen Schlag überlebt. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Weil wenn das Lager voll ist, weil mittlerweile unser Lager erweitern wird jetzt auch immer schwerer. Bis unmöglich. Weil. Ja, kein Platz und so, ne? Müssen wir mal schauen. Weil mehr wird es auf jeden Fall immer.
Weniger könnte es auch werden, ja, aber meistens wird es mehr. Naja, gucken wir mal. Weil ein zweites Lager möchte ich mir immer ungern aufmachen. Das ist ja auch scheiße, ne? Da muss man für die Sachen dahin rennen und für die anderen wieder dahin. Ich hätte das schon gerne immer so schön an einem Fleck. Selbst das Getreide wackelt. Alter, alter Vater. Ach ja, übrigens wurde ich auch des Öfteren gefragt. Also die Mods, das sind bloß drei oder vier. Warte mal. Optifine ist ein Mod. Dann dieses Enchanting Plus. Der Shader. Und. Ach ja, Minecraft Forge. Ja, das sind die vier Sachen. Habe ich auch in der Beschreibung zu stehen. Also, weil ich ja gefragt wurde, was für einen Shader ich benutze. Das ist der Sonic Ether Unbelievable Shaders Zeus ABCDE. Irgendwas mit irgendwelche Zahlen und Buchstaben stehen noch dahinter. Keine Ahnung, was dieses Zeus da heißen soll. Egal, ich habe da jetzt auch einfach irgendeinen genommen. Also, ich weiß nicht. Was gibt's noch so für Shader? Ich kenne bloß diesen schon Sonic Unbelievable Shaders. Habe mich da jetzt noch nicht weiter schlau gemacht. Aber es brennt ja immer noch. Und worin unterscheiden die sich denn? Ich meine, Schatten und dann, ja, vielleicht sieht das Wasser anders aus. Mann, da ist es nicht. Ich würde mal gerne wissen, wie und wann das passiert ist hier mit diesen Nether Bricks. Okay, gehen wir mal hier an. So, genau, dann wollen wir mal ganz kurz Clay nochmal reinschmeißen. So, nehmen wir das hier mal raus. Geben wir auch EP für, cool. So, hier auch nochmal. Ja, das ist doch gut. Blub, blub, blub. Ja, packen wir mal ein bisschen mehr Kohle rein. Kohle haben wir nun wirklich genug. So, den restlichen Clay packen wir dann einfach mal hier oben rein. Oh, Leute, ist echt viel. Krass. Ja gut, aber das wären ja dann auch in Anführungsstrichen nur, warte mal, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ja, knapp 2, bisschen mehr als 2 Stacks dann, ne? Achso. Ja, dann können wir eigentlich die schon mal hier zu Ziegeln machen, ne? So. Gut, 45 Ziegel. Gut, gut. So, dann haben wir hier noch so ein bisschen Tintensack. Rohes Fleisch und ein Ei. Okay, das Bett kann eigentlich etwas mal wieder raus. Und zweimal Sand. Was? Warum sind die Schilder schon wieder leer? Was soll denn das? Genau dieselben Schilder waren schon mal leer. Hä? Moment. Was ist das denn jetzt hier? Okay. Sand. Ja. Kohle, ne? Ah ja, siehst du ja, den Monster runter wollten wir nochmal. Ja, das machen wir noch kurz. Dann habe ich noch eine kleine Sache geplant. Zu der werden wir danach nochmal kommen. Ja, ich finde es eigentlich ganz cool. Aber er ist ein Monster. Denn, oh, ey, wir müssen echt aufpassen, dass wir hier uns echt die Spitzhacke nicht kaputt machen. Das wäre echt ziemlich schade. Ich weiß gar nicht, um die zu reparieren, brauchten wir. Na los, komm her, du Spinne. Komm her. Da packt die wieder da oben fest, ey. Ich glaub's auch. Ja, ich hau jetzt hier mit dem verzauberten Schwert drauf. Ist mir eh gerade mal egal. So, Spinny. Flieg! Ja, ich weiß. EP-Farm ist immer nicht so spannend. Aber muss auch sein. Na komm. Schaffen wir bis 20? Los, bis 20! Ja, sieht gut aus hier. Was? Drei Schläge? Drei Schläge hat das fucking Skelett ausgehalten. Boah, ist ja krass. Voll krass, ey.
Also kommen wir noch, das, ich sag mal so, 3 bis 4 Monster noch. Okay, 2 noch. Ja, oh, guck mal, noch eine Kartoffel. Alter, erst schlage ich mich da dumm und dämlich und will eine Kartoffel haben. Und jetzt kriegen wir hier schon wieder eine. Oh Mann, ey. Warum müssen die Zombies eigentlich Kartoffeln fallen? Hm. Ich meine, verrottetes Fleisch okay. Und das Skelette Knochen fallen lassen auch okay. Aber warum lassen Zombies Kartoffeln fallen? Naja. Warte mal, das Skelett wollen wir ja nie immer nicht so stehen lassen. Ist sonst traurig, dass benachteiligt wird. Der Zombie, du musst da vergammeln. Gut, dann wieder auf nach oben. Ach ja, genau, hier ist mein Kart, ist noch nach unten gefahren, da mal und so, ne? Ah, oh, ist mein Kart. Gut, dann entleere ich bloß nochmal ganz schnell meine Taschen. Ne, halt. Die Kartoffel kommt da nicht rein. Die Kartoffel. So. Okay, und dann müssen wir mal ganz kurz die Map wechseln. Denn. Boah, jetzt müssen wir mal strecken hier. In der letzten Aufnahme habe ich mir kurz darüber geredet, dass wir ja hier in der Schule Projektwoche hatten. Und da gab es auch so ein Redstone-Projekt. Und derjenige, der das gemacht hat, den habe ich mal gefragt, ob der mir mal seine Welt schicken kann, auf der hier die Sachen drauf hat. Und ja, das ist sie. Also vielen Dank auch an ihn, auch wenn du das hier nicht sehen wirst, aber trotzdem vielen Dank. Freut mich. Ja, hier sind viele coole Sachen dabei. Auch Sachen, die ich bei weitem noch nicht wusste und die ich bis jetzt auch noch nicht verstanden habe. Müsste ich mich nur mal genauer beschäftigen. Aber eine Sache würde ich zum Beispiel gerne mal ausprobieren. Und das wäre die hier. Einfach, ja, hat jetzt nicht wirklich einen Sinn. Das ist hier so ein, ja, wie nennt wir, Lichtschaltersystem. Genau, also funktioniert so, du kannst wohl den Schalter drücken, dann geht Licht an. Und wenn ich den drücke, geht Licht aus. Ich kann aber auch hier anmachen und da ausmachen, oder ich kann auch hier anmachen und wieder ausmachen. Ja, finde ich eigentlich ziemlich cool. Ist jetzt an sich keine komplizierte Schaltung, würde ich mal sagen. Deswegen machen wir die mal zuerst. Hier sind auch solche komischen mit diesen Speichersystemen hier, Speicherzelle. Da müsste ich mich nochmal befassen. Ich glaube, die hier funktioniert aber nicht. Oder? Wie sieht die so aus, wenn die nicht funktioniert? Aber was man damit zum Beispiel machen kann, ist, man kann... Hier. Normalerweise ist es ja so, wenn man einen Knopf drückt, dann würde zum Beispiel eine Tür aufgehen. Und sobald der Knopf wieder rauskommt, also nicht mehr gedrückt ist, geht die Tür wieder zu. Und so eine Speicherzelle ist zum Beispiel dafür da, dass wenn ich hier den Knopf drücke... Dann ist der Knopf jetzt wieder rausgegangen. Die Lampe bleibt aber an. Finde ich eher ziemlich praktisch. Ja. Da hier sind so Sachen. Also sind ziemlich viele Sachen auch dabei. Und ich würde mal sagen, also ich weiß nicht, je nachdem, wie es euch gefällt, solche Redstone-Sachen, würde ich dann mal ab und zu sowas einbauen. Und das würde ich jetzt mal gerne machen. Können wir da kurz mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Wir haben hier vorne einen Schalter und wir haben hier hinten einen Schalter. Und das Ganze läuft dann so, dass ja Redstone-Signale, also durch das Repeater ein Signal auch durch Blöcke senden können. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel den hier mal umlegen, dann sieht man, kommt das Signal, also das Signal kommt sowieso immer von der Redstone-Fackel, ja. Aber das wird halt immer unterbrochen, dadurch, dass eben die Blöcke wechseln oder so. Zum Beispiel, wenn jetzt beide Blöcke, also beide Pisten ausgefahren sind, dann sind hier zwei Blöcke und das Signal wird dadurch übertragen. Geht durch den Block durch und die gehen an. Ist also an sich nicht so kompliziert. Würde ich jetzt einen ausmachen, dann könnte das nicht übertragen werden, das Signal, weil da ist dann halt nichts, ne? Genau, so funktioniert das. Und das probieren wir doch mal aus. Ich hoffe, ich kann mir das merken, wenn ich muss hier nochmal rüber switchen. In die andere Welt. Achso, und die haben auch hier sowas gebaut. Aber das verstehe ich nun überhaupt nicht. Ja, also, das ist hier so ein Monster an. Das ist ein Rechner, cooler Rechner. Aber ich weiß irgendwie, verstehe nicht so ganz, wie der funktioniert. Y3, Y2, Y1. Yeah. X3 und ja, ich weiß auch nicht. Also nach welchem Prinzip das jetzt hier funktioniert.
Auf jeden Fall ändern sich hier irgendwelche Zahlen. Ja, aber das ist jetzt, glaube ich, erstmal ein bisschen zu viel. Und verstehen tue ich sowieso nicht ganz. Und sowas brauchen wir auch nicht. Okay, dann wollen wir mal zurück auf die normale Welt. Und ja, schauen wir mal. Machen wir unten mal so ein kleines. Ich weiß nicht, wollen wir das jetzt zum Dorf stellen oder wollen wir das lieber ein bisschen abseits machen? Ich glaube, das machen wir lieber erstmal ein bisschen abseits, wa? Ja, ich glaube, ja. Machen wir es mal abseits. Oder? Ich weiß es nicht. Weil da unten, ich habe Angst, dass ich das nicht schön hinkriege. Und das dann so kacke da unten aussieht. Muss ich mal schauen. Wir machen es erstmal irgendwie abseits. Aber wenn ich es abseits mache, dann baue ich es ja nur nach und kümmere mich nicht so darum, dass das Haus gut aussieht. Schwierig. Ja, zum Beispiel könnten wir doch da schon mal Stein, Lehm, la, Ziegel nehmen. Ne? Dann würde ich sagen, machen wir das, bauen wir das erstmal woanders hin. Und wenn es gut klappt und ich das gut hinkriege, dann baue ich das nochmal um. Also das würde ich ja mit Game machen, dass ich einfach die Blöcke abreiße und dann woanders wieder hinsetze. Genau. Ja, ich.